Wir gehen erstmal von den Ereignissen aus, die jemand erzählt, stellen also eine Zeitlinie her. Und dann gehen wir nochmal durch die Zeit und suchen nach anderen Ereignissen. Das heißt, wir versuchen Ressourcen zu finden, wir versuchen positive Ereignisse zu finden. Und wir geben Ereignissen eine andere Bedeutung. Also wenn es ein schwieriges Ereignis war, dann fragen wir nicht, wie schlimm war es denn genau, sondern wir sagen, ja, aber irgendwann bist du doch rausgekommen. Was hat dir denn da geholfen? Was hat dir geholfen, rauszukommen? Wie hast du das geschafft? Wer war dir hilfreich an dieser Stelle? Und das markieren wir. Das laden wir mit Bedeutung auf. Dem geben wir eine Bewertung. Und wenn wir das machen, dann kann das sein, dass jemand innerhalb kürzester Zeit auf ein anderes Leben zurückschaut oder anders auf sein Leben zurückschaut.